Mein Name ist Theresia Zier, ich bin Kuratorin für Fotografie. In der Ausstellung zeigen wir Fotografien zum Ersten Weltkrieg aus unserer eigenen Sammlung als Serie. Sie sind hier schon montiert, ohne bestimmte Reihenfolge. Wir sehen Atelieraufnahmen, aber auch Amateuraufnahmen. Wir sehen Gruppenporträts und Einzelporträts. Soldaten, die sich in ihren Uniformen präsentieren, oft in Atelieraufnahmen hier zum Beispiel vor einem romantischen Hintergrund, dann eben auch mit Familienmitgliedern zusammen in einer Gruppe. Aber auch Soldaten an der Front, hier zum Beispiel im Schützengraben. Wir sehen Gruppenaufnahmen von Soldaten mit ihren Kameraden, hier zum Beispiel. Wir sehen Soldaten auf dem Weg zur Front, hier ein Soldat auf dem Trittbrett eines Zuges. Und wir sehen humorvolle Aufnahmen, hier zum Beispiel eine illustre Gesellschaft mit Musikinstrumenten, Zigaretten. Die Fotografien stammen alle aus dem privaten Bereich, aus Familiensammlungen. Es sind Fotografien, die in jüdischen Familien erhalten geblieben sind und uns später als Schenkung übergeben wurden, meist zusammen mit Dokumenten und Objekten. Die Erfindung von kleinen Rollfilmkameras führte zum Durchbruch der Amateurfotografie während des Ersten Weltkriegs. Soldaten konnten erstmals wirklich in großem Ausmaß selbst fotografieren. Es entstand dann auch der Begriff des Schützengrabenfotografen. Trotzdem ist es so, dass die eigentlichen Kampfhandlungen nicht fotografisch dokumentiert wurden. Man überspielte eher die Gefahren des Krieges und zeigte eben meist positive und humorvolle Aufnahmen. Die Fotografien dienten vor allem als persönliche Erinnerungsstücke. Zudem halfen sie auch den Soldaten, ihren Kontakt von der Front zur Heimat aufrechtzuerhalten, durch visuelle Grüße an die Lieben daheim. Durch den wachsenden Antisemitismus, der ja dann 1916 zur sogenannten Judenzählung führte, wurden sie darüber hinaus gerade für die jüdischen Familien zu wichtigen Beweisstücken für die Teilnahme am Ersten Weltkrieg.